Hey Leute, ich bin's wieder, Rangams am Chancen, wie ihr jetzt meinen Rucksack so im Video seht. Es wird eine lange Fahrt, so wie letztes Mal. Mit Sonnenbrille, Ladegerät. Und Kabelkopfhörer mit Haken, Essen, 10 Lahmacun und 3 Getränke. Mein Rucksack hat nämlich 9 Fächer. Immer noch so wie vorher. Hier der Fahrplan. 2:35 bis 13:30 Uhr, das heißt, ich werde mindestens 17 Stunden weg sein. Und ich muss ganz schön viele Züge nehmen und ganz schön viele Umsteigungen machen. Und weil es über Nacht ist und nachts nicht immer alle Zeiten die Züge fahren, muss ich dann zwischen 2 bis 4 Uhr dann gar keinen Zug mehr fahren müssen, weil es aber nicht geht. Zumindest nicht die, die ich haben will. Und ja, von Mannheim bis nach Zeniglony, das sind wirklich sehr viele Kilometer, sehr viele Züge, sehr viele Umsteigungen. Von Leichen bis nach Grand Polen. Das ist richtig weit. Und hier, wie beim Fahrplan, 20:35 fängt meine Uhrzeit an, da wo ich mit dem Zug fahre. Das seht ihr auch hier. So wie im Fahrplan. Also stimmt's ja sowieso. Außerdem wird es in der Zeit auf einmal im Winter halt so dunkel. In der Sommerzeit wird es halt heller. Dann ist es halt so. Ja, der Zug, der sieht halt so aus. Wie schon gesagt, ist halt von alten Visionen, aber es sieht so aus wie ein Fernzug, ist aber eigentlich tatsächlich Regionalzug, ich hätte es auch nicht gedacht. Das heißt, ich sitze in einem Regionalzug, der so aussieht, als wäre ein Fernzug. Ja, mit dem Deutschlandticket. Das Deutschlandticket darf ich euch nicht zeigen, weil es ist besser, wenn ich dazu gar nichts sage. Sonst kommt ihr immer mal auf dumme Gedanken. Es ist besser, wenn ich jetzt einfach über das weiterrede, wovon ich hier die ganze Videomaterial sammle. Ja, Türen und die Sitzplätze sehen aber wirklich geil aus, so als würde man darauf schlafen. Sieht sogar so aus. Und jetzt fährt der Zug, wie jetzt die Lichter bewegen seht. In der Uhrzeit 1:23 Uhr, da kann man halt im Zug schlafen. Ja. Und hier, weil ich keinen besseren Schlafplatz gefunden habe, am Tisch. Der Rückbank konnte. Und jetzt sogar auf dem Sitzplatz. 2:34 Uhr. Wo ich halt gesagt habe, wo man von der Zeit aus bis der Zeit aus dazwischen dann gar keine Züge fahren kann. Ich hätte auch im Bahnhof bleiben können. War ich aber auch später für ein paar Minuten. Aber jetzt wollte ich halt hier noch laufen. Eine Stunde später natürlich auch das gleiche. Aber etwas im Handbereich, damit ihr mich halt seht. Und ja, ich bin nicht allein. Ein Auto, wie viele Leute dort sind, das sehe ich nicht. Ich habe keine Erlaubnis, deswegen auch meine Sehbrille. Ihr seid aber jetzt auch gesehen. Und das habt ihr auch gesehen, dass ich jetzt hier auch schlafe draußen. Immer anders schlafen im Zug und draußen. Das geht ja. Ich habe schon tausendmal übernachtet. Irgendwo anders, außerhalb zu Hause. Das hat funktioniert, ist auch gelaufen ab. Ohne Probleme, wie ihr es auch im Video seht. Jetzt geht natürlich mit der Fahrt weiter. Mit dem Zug erstmal und jetzt mit dem Bus. 13:27 Uhr. Ich bin halt in Polen in Stettin angekommen. Genau da. Das war mein Zielort. Von Angermünde bis nach Polen Stettin sind es wirklich hin und zurück, also hin 2 Stunden, zurück 2 Stunden. Natürlich nicht in der Rundenzahl, aber die lassen sich leichter merken. Sogar ich.
Und naja, jetzt seht ihr hier, Uhrzeit 14:25. Hier die Busreise, damit ihr es noch viel, viel besser seht. Aber den Rest zeige ich euch auch, aber erstmal so, damit ihr es besser seht. Straßenverkehr, Autos und die ganzen Leute hier. Und diese Busfahrt halt. Und diese Gegend halt. Ja, ich komme mir halt in Polen, stellt ihn halt so richtig an. Ich muss ja so richtig reinfahren, aber ja. Obwohl Stettin, Polen von Angermünde, Deutschland, höchstens nur 200 Kilometer entfernt sind, das etwas näher ist, ist das so, dass von Mannheim bis nach Berlin mehrere viel mehrere hundert Kilometer entfernt sind und von Stettin bis nach Warschau viel, viel weiter entfernt ist. Aber das erste war Mannheim, Berlin, Deutschland, das zweite war Stettin, Warschau, Polen. Und hier seit 4:26 und die ganzen Leute und die ganzen Straßen und so weiter. Da seht ihr noch mich, Selfie-Kamera, aber diesmal nicht so vermummt. Damit man mich halt besser sieht. Aber auch wenn ich mich etwas vermumme, so wie die ganze Zeit in diesem Video, oder generell so einfach in der Zeit, kann man hoffentlich erkennen, wer das überhaupt ist. Wenn er sich so vermummt wie vorher oder so wie jetzt. Ja. Ich habe die Kappe von der Orangenjacke so von innen so aufgeht, so ausgeweitet ist, so als würde der Wind so reingehen. Was auch irgendwie tut. Aber jetzt bin ich hier in Stettin. Natürlich hier die Straßenbahn. So sieht die auch halt aus. Andere Länder, andere Sitten. Andere Gegend, andere Sitten. Aber kommt drauf an. Und hier bin ich halt in der Straßenbahn. Und ich habe das heute schon gekriegt mit Deutschland, aber nicht das Ticket für Polen. Ich habe es im Bus gekauft, aber. Ich meine es bei der Straßenbahn. Aber ich bin definitiv nicht der Einzige, der kein Ticket hat. Die haben schon auch kein Ticket, aber das sehe ich gar nicht. Und dann Sherlock Holmes jedenfalls nicht so gut. Aber etwas. Ich erkenne halt irgendwelche Sachen. Hier bin ich in Polen, Stettin. Jetzt seht ihr auch, dass ich mich da bewegt habe und dass ich da wirklich da bin, wie weit es wirklich ist. Wenn es da noch besser sieht, ich da wirklich angekommen bin. Aber das sieht man ja, Leute, die halt mal nicht Polen Stettin waren oder die direkt aus Polen kommen, die können sogar sowas bestätigen. Vielleicht nicht alle, aus allen Gegenden Polen, alle Leute, aber Teile davon. Wenn sie öfter reisen oder weniger reisen, ist trotzdem nicht vergessen haben. Und da bin ich vor Einkaufszentrum, jetzt sogar in Einkaufszentrum. Also Store bei. Da habe ich sogar ein paar Mädels gefragt, die haben gesagt, ja, weil ich auf Englisch gemacht habe, weil auf Deutsch das keiner versteht. Und ich schon gesagt, Argumente steht hier nicht weit entfernt. Aber trotzdem eine lange Busfahrt. Die längste Busfahrt aller Zeiten. Und wenig Pausen sogar. Und hier bin ich auch halt im Park. Ja, andere Länder, andere Sitten, aber es ist trotzdem gleich, nur etwas anders. Ja, da seht ihr jetzt den Park. Und da seht ihr mich. Ein Arm ausgestreckt, also Handy. Spiegelung von meiner Brille. Aber Sonnenbrille. Das sind die Kennzeichen, da seht ihr mich und hier seht ihr wieder mich. Nochmal in Polen steht ihn. Mal die Straßenbahn. Und was gibt noch? Das ist jetzt die moderne Straßenbahn, die ich jetzt gerade gesehen habe, ein paar Mal, aber auch die anderen Straßenbahnen habt ihr gesehen, die waren richtig älter. Können auch anders sein, aber wer weiß. Nee, der Sonnenuntergang, also eigentlich ist der Sonnenuntergang, dass man die Sonnenscheibe direkt rein sieht, da wo ich jetzt filme, und dass dann die Sonne so untergeht, dass dann halt
die Halbsonne zu sehen ist. Und ja.